Folge Nummer 30 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land. Leider seht ihr hier wieder, hat es wieder nicht geklappt mit unserer Straße. Die stehen trotzdem schon wieder bis hier hinten hin. Es ist unverständlich, warum dieser Bus jetzt hier nicht fährt. Was mir eingefallen ist, wir können mal gerade gucken, ob wir vielleicht, war nur ganz vielleicht, die Bushaltestelle ist hier, eine auf die andere Straßenseite. Nee, man kann tatsächlich nur in der Straße rechts eine Bushaltestelle machen, auch wenn das eine Einbahnstraße ist. Das ist natürlich nicht so dolle, ne? Ja, wäre schön, wenn er jetzt fährt. Ich weiß nicht, warum er nicht fährt, ne? Warum fährt dieser Bus nicht? Welcher Bus ist das? Das ist die Frage. Fährt rund um die Uhr. Machen wir alle aus. Okay, da gibt es noch eine Linie, die... Alle sind aus, aber es gibt noch eine Linie, die nicht aus ist. Das ist ja Hammer, oder? Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden, oder was? Kann doch nicht sein... Ach, nee. Ach, wenn du drauf bist, dann bleibt ja einer an. Okay, gut. Das bedeutet, ich möchte gerne diesen Bus... Oh, jetzt hat er mir die Bushaltestelle versaut, oder was? Na, das hat ja ganz gut geklappt jetzt gerade. Jetzt muss ich... Habe ich jetzt eine neue gemacht oder eine zerstört? Oh, ne, ich glaube, es ist eine neue. Zack, weg. Ja, das war nur eine neue. Alles klar. Okay, nochmal gerade rein und sichtbar machen, damit wir das immer sehen, wenn es losgeht. Aber es geht los. Guck mal, lass es so, wie es ist und es ist alles gut. Noch geht's hier auf der Straße, ne? Ist zwar nicht toll, weil jetzt der erste Bus da schon im Weg steht, obwohl, na, jetzt ist es definitiv zu. Okay, sie rücken allerdings alle einen auf, aber da steht schon der nächste, dass das Problem auch besteht. Ich verstehe auch nicht, warum manche Busse ewig da stehen und manche stehen ganz kurz nur da. Der fährt jetzt durch. Auch sehr interessant. Welche Linie fährt denn jetzt durch? Die ist woanders. Die ist hier. Aber alle Linien sind normal hier. Okay, dann weiß ich es auch nicht. Lassen wir so. Kümmern wir uns jetzt um was anderes. Wir haben auf jeden Fall Wohnraum zu machen. Das ist erstmal ein großer Punkt. Wie ist unsere Ausrichtung? So, ne? Ja, so ist unsere Ausrichtung normalerweise. Was haben wir hier oben? Da fehlen Arbeiter. Okay, da sind wir jetzt dran, haben wir gerade gesagt. Nee. F, kippen wir das Ganze wieder ein bisschen, dass es besser aussieht. So, wo machen wir Wohnraum? Tendenziell hier am Wasser, oder? Würde ich mal hier ein Viertel machen wollen. Und bevor wir das Viertel bauen, machen wir ja Straßen. Diese Straße könnten hier natürlich noch weiter durchziehen. Das ist eine vierspurige schon, ne? Ja. Ich glaube, wir gehen hier hinten rein. Wir gehen hier rein. Wollen aber geschwungene Straße haben, die so hier reingeht. Und vielleicht hier hinten wieder rauskommt, oder? Hier so, zack. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Kreuzung rein, die dann hier so reingeht. Und dann hier dreht. Und bis dahin geht.
Oder bis da? Naja, reicht schon, lassen wir so. Dann haben wir hier schon ein Viertelmeter mehr und wir haben hier noch eine Straße, die hier so reingeht. Na komm, das wird jetzt schwierig hier. Den Schwung mal gerade weg. Na komm, mach den auch noch gerade weg. Machen wir nochmal. Erstmal nochmal gerade und jetzt hier rum. Und ja, ich glaube, wir machen es doch tatsächlich so hier. Und so machen wir das. Und das hier binden wir noch hier an mit einer Stichstraße. So ist fertig. Haben wir ein schönes Viertel geschaffen. Jetzt Wasser war, glaube ich, da, ne? Ja. Wasser ist sogar heißes Wasser da. Ne, heißes Wasser ist nicht überall da. Aber wir können es mal gerade favorisieren noch. Da. Das reicht erst da. Und da geht's auch, oder? Dann müssen wir doch hier noch einen Schlag weitermachen, damit das hier auch noch warm wird. Gut, warmes Wasser ist auch da. Jetzt müssen wir noch Wohngebiet hinzufügen. Beziehungsweise wir können auch andere Dinge hinzufügen, weil die fehlen ja auch noch. Das machen wir so. Da ist niedrig bebaut, hier ist hoch bebaut. Hier war auch das Hochhaus, das Krankenhaus, nicht das Hochhaus. Da wird schon geklaut. Das lassen wir mal so. So, und dann Skyline. Ist hier hinten rein, ne? Oder wollen wir hier Skyline? Nein, hier wollen wir keine Skyline. Hier machen wir nur flache Häuser. Stopp, aber nicht an der Kreuzung. So. An der Kreuzung haben wir nicht einmal gesagt, also hierher. Hier an der Kreuzung bleiben wir ein bisschen mehr frei wegen so Geschichten wie, sag schon, Hausarzt und sowas. Vielleicht da auch noch. So, da ist alles gut. Hier gehen wir noch weiter rüber. Bis da. So, Dingenshäuser werden gebaut. Hier nicht. Hier machen wir mal noch ein bisschen so. Das bleibt so. Das sieht schon ganz schick aus, oder? Hier haben wir gesagt, machen wir nichts hin. Dann geht es wieder hier weiter. Das ist doch auch gut so. Viel Wohnraum.
Hier hinten die Ecke lassen wir mal auch erst weg. Für ein Feuerwehr oder sowas. Vielleicht brauchen wir da was, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Das lassen wir so. Das ist erstmal gut. Ich glaube, hier lassen wir mal was frei wieder. Da machen wir nichts. Wegen Park oder sowas könnte da hin, ne? Wir nehmen das weg. Da lassen wir Platz für irgendwelche anderen Dinge, die da noch kommen könnten. Das lassen wir hier so. Hier machen wir noch Kommerz, denke ich mal, hin. Die wollen ja auch noch ein bisschen was haben, wie man unten an den Balken sieht, ne? Das lassen wir erstmal so. Das hier gehört zur Bushaltestelle, ne? Okay. Ach, was wir wieder nicht haben, wie immer. Wir haben keine Wege dadurch. Das passt schon mal. Das passt auch. Da haben wir einen Weg. Machen wir da dann nicht. Sondern hier vielleicht hin. Und hier können wir noch da auch machen. Sehr gut. Hier machen wir noch da. Und hier können wir das auch noch machen. Das ist doch schön, oder? Und hier machen wir noch von da nach da einen Weg. Da noch sowas. Und von hier nach da. Und so. Sehr schön. Da haben wir auch noch Verbindung. Die Frage, ob hier im Haus lang gegangen werden kann, aber ich glaube schon, ne? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Ja, die laufen alle lang, ne? Das ist schon mal gut geworden, würde ich sagen. Okay, das heißt, wir haben ein neues Wohnviertel errichtet mit ein bisschen Kommerz dabei. Das macht unsere Balken auch niedriger. Das ist auch gut. Die da hinten, die dürften jetzt hier über kein Personal eigentlich mehr mangeln. Oder meckern, sagen wir es so. Meckern, nicht Mangel ankündigen. Hier oben fehlt noch Personal, sagt er. Ja, okay. Schule und sowas müssen wir noch reinbauen. Bildung ist hier. Grundschule ist hier hinten die letzte da. Dann ist die Frage, wo wir die hinstellen, ne? Da geht alles nicht so gut. Hier wäre es gerade gegangen. Da. Da. Hier so hin. Hat nicht so gut geklappt, ne? Aber hier wird es reichen für die ganze Straße.
da. Ja, lass mal so. Passt erstmal. Warum meckert da einer nach Strom? Okay, weil da keine benachbarten Gebäude sind, die aber jetzt, glaube ich, kommen werden, ne? Ja, kommt, wird werden. Okay, das heißt, das haben wir soweit erledigt. Wasser war sowieso da. Da kommt schon das nächste Gebäude daneben. Wenn der hier richtig fertig ist, dann sollte sich das vielleicht auch verbinden, oder? Der meckerte gerade nach keinem Strom. Es könnte sein, dass es hier noch wieder was wird, wenn das fertig gebaut ist, oder? Na komm schon, erweiter mal dein Gebiet da. Ah, da ist es schon passiert. Okay, die haben alle Strom, das wird werden. Und es wächst und gedeiht. Die Balken sind schon mal gut. So, kurz durchgeguckt, Strom ist okay, Wasser ist okay. Wie sieht's mit dem Müll aus? Ist okay. Ausbildung, wie haben wir denn Oberschulen? Haben wir wahrscheinlich ganz wenige nur, ne? Eine da, eine da, eine da. Ja, würde sich anbieten, hier noch eine hinzumachen, ne? Oberschule ist das. Hier bei der Schule. Oh, komm. Nee, machen wir da, wo wir gerade hatten. Das passte schon sehr schön, oder? Zack, da ist auch eine Oberschule jetzt. Gut, wie sieht's mit Feuerwehr aus erstmal? Passiert hier ja gar nichts. Würde ich hier an dieser Kreuzung machen wollen. Mitten im Wohngebiet hier. Dann decken wir schon relativ viel ab, ne? Ich glaube, wir machen sie dahin. Oder da? Ich glaube, da wäre noch besser. Können wir denn jetzt hier noch eine Straße bauen? Wir bauen da jetzt eine Straße, die hier nebenher geht direkt. So, und die werden wir hier mit diesem Werkzeug dementsprechend sperren. Keine Müllabfuhr, keine LKWs, keine Busse, keine PKWs, nur Krankenwagen und Dingens. So, und dann sollte das funktionieren. Jetzt wüsste ich noch gerne, wie sich das verbessert hat, und das sieht gut aus, oder? Das ist jetzt eine Straße, die wirklich nur von Feuerwehren betrieben werden darf, befahren werden darf. Das ist doch cool, oder? Sehr schön. So, Arzt. Gesundheit ist jetzt hier ein bisschen. Das Krankenhaus strahlt schon ziemlich weit aus, ne? So ist nicht. Aber wir müssen noch hier vielleicht eine Arztpraxis reinbringen. Und dann haben wir es da auch grün. Passt doch. Ist doch ideal, oder? Robbery findet da auch schon statt. Die hier hinsetze, habe ich das Wohngebiet sicher, ne? Da hätte ich auch diesen Fall da. Na komm, wir machen das Wohngebiet erstmal sicher. Und da ist es ja dann auch vielleicht, weil die Smileys da gerade hochgingen, ne? Gut. Macht einen ganz guten Eindruck jetzt erstmal gerade wieder, oder? So, was haben wir hier? Schule ist klar. Das sind schöne Werte. Hier ist auch ganz nett. Friedhof. Wenn Leute kommen, brauchen wir einen Friedhof, ne? Krematorien, aber da ist ja eins. Da ist Mülldeponie, hier ist Friedhof. Vielleicht sollten wir hier hinten noch was machen. Hier so am Wasser, da freuen sich die Leute doch bestimmt, oder? Machen wir da noch einen Friedhof hin. Gut, ja, Kinderbetreuung haben wir, Kindergärten gar nicht bis jetzt. Hier ist aber ein schönes Wohngebiet, wo Kinderbetreuung hin sollte.
Wo kann man das hinmachen? Ah, da würde es hingehen und nicht das Wohngebiet sehr gut befüllen. Ah, hier wäre nicht schlecht, ne? Da ist nicht grün, da ist nicht grün, da ist grün. Zack, Kinderbetreuung läuft. Und ein Altersheim. Würde ich jetzt hier hin machen wollen. Ne, Kinderbetreuung war da, Altersheim. Kriegen wir hier noch hin, wenn, oder? Dafür muss ein Haus da weichen. Hier. Hier. Komm, Friedhof, Altersheim passt. Okay. Stufen ist klar, das Wind ist jetzt auch nicht, obwohl hier sehr windige Gegend. Krass. Verkehr sieht da noch super aus in dem Viertel, ist klar. Verschmutzung gibt es da auch nicht. Lärm ist von den Häusern und von dem Windkraftwerk, was da hinten ist, natürlich. Ja, Feuersicherheit ist hier gegeben. Robbery gibt es da auch ein bisschen, obwohl da tatsächlich ein paar Häuser sind, wo jetzt gerade was stattfindet, ne? Buslinie. Gibt's hier nicht, ne? Buslinie sollten wir vielleicht noch einführen. Wo ging's hier rein? An dieser Kreuzung. Machen wir hier hin oder nicht? Gibt es hier beim Krankenhaus gar keine Buslinie? Auch interessant. Also wir machen mal hier erstmal eine Haltestelle hin. Dann fährt er nach hier. Dann fährt er nach hier ja weiter. Passiert da gerade was? Nee, ne? Weil ich falsche Seite anklicke. Alles klar. So. So. Hat er wieder nicht gemacht. Wieso geht das jetzt hier nicht weiter, bitteschön? Da geht's noch, aber dann nicht mehr. Auch interessant, oder? Was ist hier jetzt das Problem, dass ich die Linie nicht weiter vollziehen kann? Hier geht doch eine Straße durch, oder? Warum fährt er da nicht weiter dann? Oh. Was ist hier mit der Straße, dass das nicht funktioniert? Kann ich das irgendwo erkennen? Ich glaube nicht, oder? Was ist jetzt hier, dass das nicht klappt? Warum kann man hier nicht durchfahren? Hier ist doch alles gut, oder? Komm noch mal von der anderen Seite probiert. Da lang. Da lang. Ja, geht schon hier nicht mehr. Oh. Hier geht's noch und da geht's nicht mehr. Was ist hier das Problem?
Was ist hier das Problem? Ist es diese Straße oder was? Habe ich aus Versehen irgendwo was mit verboten? Eigentlich nicht, ne? Also hier ist klar. Ich sage jetzt nicht, dass es dann, dass diese Kreuzung da auch nicht befahren wird. Könnte natürlich sein, dann müssen wir das mal gerade verändern. Dann kriegen wir das aber schnell so gelöst. So, auf ein neues. So, wir waren. Da kommt er rein. Wir wollen nicht so früh an der Kreuzung sein, also da. Dann da. Und schon wieder geht's nur bis da. Ich weiß nicht, was es ist. Falls einer eine Idee hat, warum das hier nicht geht, dann gerne in die Kommentare reinschreiben, damit wir das verfolgen können, weil ich bin jetzt tatsächlich überfragt, warum er hier mir das nicht anbietet, dass ich hier so eine Linie weitermachen kann. Das ist jetzt echt komisch. Habe ich irgendwas Grundsätzliches übersehen? Ich weiß nicht. Das ist alles gut erstmal. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Das, das und dann soll es gehen. Jetzt kann er auch da im Kreis fahren, geht auch. Warum es jetzt geht, weiß ich auch wieder nicht, ne? Jetzt fährt er da lang. Dann da oben lang. Da lang. Und hier zum Umsteigen. Und dann da rein, ne? Passt. Dann haben wir hier schon ein bisschen was geschafft von der Linie her. Sollte funktionieren, ne? Ja, warum er das eben nicht wollte, wieder keine Ahnung. Das ist wieder so eine ganz dubiose Geschichte wahrscheinlich. So, Linie haben wir auch da drin. Das Wohnviertel, denke ich, ist schon ziemlich gut bewohnt und sollte gut funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das für die Folge auch erstmal sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.